Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 23.03.2022. Unser DAX hat zum Dienstag jetzt gut den einen oder anderen abgeschüttelt bekommen, bestimmt. Hat sich hier hin und her geschüttelt, aber eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und trotzdem eher nach oben ausgearbeitet. Aber wenn wir mal gucken, wo wir unten waren, wir waren nochmal unten an der Kante, ja, vom Abend hin, haben sie uns von der Öffnung eigentlich stur nach oben gearbeitet. Und dann da auch nicht locker gelassen. Also an sich eigentlich wirklich ein positiver Tag, positiver Handelstag. So sieht auch die Tageskerze aus. Man muss aber sagen, dass wir natürlich immer noch im Schatten vom 16.03. stehen. Ne? Der hat hier per Aufwärtsgap dieses Seitwärtsmuster beendet und dann von Tagestief bis Tageshoch quasi eine Range markiert, die wir bis jetzt immer noch halten. Ja, immer noch nicht raus sind. Das ist nur schon ein paar Tage her. Und ja, es ist eigentlich fast schon typisches bullisches Verhalten halt, ne? Also wirklich auch bullisches Verhalten. Das muss man aufpassen, dass man ihm jetzt nicht Schwäche ankreidet, weil er nicht schnell genug steigt. Aber das ist eigentlich sehr typisch für bullischere Marktphasen. Und wenn es auch nur eine kleine Bärenmarktrallye ist, ne? Aber dieses typische hoch, schnell hoch, oft auch per Gap, dann ewig zur Seite, dann wieder hoch per Gap, weiter zur Seite, das ist eben wirklich typisch für bullische Anstiege. Das haben wir im DAX schon teilweise über Monate hinweg gesehen, dass er das dann durchgehalten hat. Also von daher sieht es eigentlich momentan ganz gut danach aus, dass wir hier gegebenenfalls einen Ausbruch auch zum Mittwoch jetzt mal bekommen könnten. Auf der Oberseite hat sich schön vorgelegt. Die Tageskerze ist eine ordentliche Wumme, ne, wenn wir uns die angucken. Das sieht schon impulsant aus. Hier ist noch irgendwie eine Linie falsch drin. Die kann ich hier mal noch mit rauslöschen. Da haben wir vor uns was skizziert für unseren Chat. Na, die hat sich jetzt hier durchgemogelt und natürlich gleich die andere noch hinterher. Soll uns aber jetzt hier nicht aufhalten. Wenn jetzt hier noch einen auftaucht, dann mache ich erstmal kurz das Videopause und bereinige erstmal. Aber nein, passt. Guckt. Also schöne grüne Kerze. Kleine Korrektur nach dem letzten Anstieg. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung gesehen. Kleine Korrektur, Aufwärtsbewegung, weitere kleine Korrektur. Könnt ihr jetzt hier ein gutes Stück noch nach oben arbeiten. Der Abwärtstrend liegt momentan im Bereich um 14.860. Das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Auf Tagesebene, ja, also auf Tagesebene. Wir haben hier noch diese Gap-Stelle mit 6,60 und dann hier oben 8,60 rum. So Pi mal Daumen. Ne? Ich würde es nicht ganz genau nehmen. Es ist eine Tagestrendlinie. Wenn die 40, 50 Punkte überreicht und per Tagesschluss gehalten wird, ist es trotzdem reagiert halt. Ne? Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Das ist eine ganz andere Zeiteinheit. Nicht mal, dass man da im M1 oder M5 sich da sonst was erwartet, aber grundsätzlich so. Über die Dauer des Tages ist das eine schöne Zielstelle, wenn zum Beispiel eine 660 hier einfach überlaufen wird. So, also können wir was festhalten? Wir haben hier auf jeden Fall noch, guck mal, jetzt haben wir sogar so eingezeichnet, ne? Da hatte ich das noch gar nicht gesehen im Tageschart, aber dann lassen wir das so einfach drin. Sollte der DAX sich hier aus seiner Range rausgelöst bekommen, aus diesem 16.3. einfach mal oben oder unten raussteigen. So haben wir ja jetzt hier letztendlich auch unser Trigger liegen. Geht's weiter. Steigt da oben raus, hätte ich die 6,60 im Angebot und dann eben auch eine 8,50. Sollte sich jetzt wieder zurückarbeiten oder hier einen Fehlausbruch machen. Fehlausbruch würde bedeuten, wir sehen unseren DAX am Mittwoch kurzzeitig oberhalb von 15.550, stellen von dort eine riesenrote Kerze nach unten und unterschreiten 14.000. Was ist denn das hier? 14.400. Ja, dann wäre es ein Fehlausbruch oben. Dann würde nochmal ein kleiner Rücklauf nach oben kommen und dann würde er sich tiefer graben, dann würde er sich wieder zur unteren Kante zurückarbeiten über Donnerstag, Freitag. Ne, das wäre dann re relativ typisch, auch zyklisch für den DAX, ganz passend. Aber muss eben auch erst ein Fehlausbruch bestätigt werden. Das heißt, er muss halt wirklich auch einmal oben rausgeguckt haben und dann muss man wirklich sehen, dass der Markt das nicht halten kann. Wenn er sich so verhält, wie er das jetzt am Dienstagabend gemacht hat und am Dienstagnachmittag, dann ist das kein Zeichen für einen Fehlausbruch, sondern eher dafür, dass er wartet, neues Volumen nach oben aufzusammeln. Ja, das löst dann eher nach oben auf. Also von daher sieht eigentlich ganz gut aus. Mit der Tageskerze im Nacken können wir wirklich mal probieren, drüber zu springen. Und wie gesagt, wenn er das gehalten kriegt, Gap Close 6,60, vielleicht sogar einen Tacken mehr hier in die 8,60 rein, würde ganz gut passen. Ja, mehr können wir eigentlich gar nicht sagen. Ne, unten 400 noch ein bisschen Support. Drunter will ich ihn eigentlich nicht sehen. Geht er drunter, würde ich fast erwarten, dass wir nochmal komplett bis zur unteren Range-Kante laufen. Also wirklich auch in die 14.230, 14.200 rein. Und von dort wahrscheinlich dann wieder hoch. Dann bleibt er erstmal im Seitwärtsmuster. Ne, da müsst ihr wirklich richtig runter, um das Muster hier einfach zu kippen. Ja, da müsst ihr wirklich richtig, richtig runter. So, und solange jetzt hier einfach nur
drin rumeiert und oben nicht rausgeht und unten nicht rausgeht, ist erstmal seitwärts weiter vorherrschend. Das heißt, ja, rumeiern. Kann ich gar nicht anders formulieren. Gut, ich mache jetzt das Video zu. Mehr brauchen wir eigentlich nicht besprechen. So viel ist ja auch nicht passiert. Wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.